Heute habe ich für euch einen Maus-Keyboard-Konverter von Hammer. Damit kann man eine Maus und eine Tastatur an der PlayStation 4, an der PS3, Xbox 360 oder auch der Xbox One emulieren. Das bringt theoretisch einen guten Vorteil in Shootern, wo es auf schnelles Zielen ankommt. Ich werde das Gerät demnächst hier im Kanal noch ausführlich testen. Und mal gucken, wie sich das dann performancemäßig macht. Ich hatte schon mal einen TrackX, das war für die PS3. Da konnte man schon deutlich schneller zielen. Besonders für mich als alten PC-Hasen, als mit dem Gamepad. Ganz schön hartnäckig angepackt. Bin gespannt drauf, wenn ich das Kabel aufschneide. So, haben wir hier zwei Anschlüsse, einmal für Tastatur und einmal für die Maus. Sollte also kabelgebunden sein. Hier haben wir noch einen Anschluss, der wird dann vermutlich an die Konsole rankommen. Soweit ich das gelesen habe, bei der PS4 zum Beispiel braucht man dennoch das Pad, den DualShock 4, damit sich das dann wahrscheinlich per Funk darüber verbinden kann. Kleines Gerät. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert.